Von The Great Gatsby sind mir persönlich 4 Verfilmungen bekannt. Die neueste davon habe ich mir letztens im Kino angesehen und habe mich schon vorher gewundert, was eigentlich der 3D-Effekt dabei soll. Aber als ich dann den Film gesehen habe, habe ich erkannt, ach so, der Film lebt ja fast nur aufgrund seiner Schauwerte. Oh ja, es gibt wirklich viel zu sehen und ich sage das nur so alle paar Jahre mal, aber tatsächlich gibt es diesmal wieder einen Schnitt. Oh ja, einen Schnitt, der wirklich den Oscar verdient hätte, weil er wirklich sehr außergewöhnlich, aber trotzdem sehr gut ist. Guckt euch diesen Film auf jeden Fall an, wenn ihr auf gute Filmhandwerksarbeit steht. Aber wer eine spannende Geschichte erwartet und tolle Charaktere und schöne Dialoge, der sollte vielleicht einen anderen Film sehen. Dieser Film, wie gesagt, lebt wirklich nur aufgrund seiner Schauwerte. Wer sich damit nicht begnügen kann, der wird sich langweilen während der 2,5 Stunden, die The Great Gatsby so geht. Und da hilft auch nicht Leonardo DiCaprio weiter, der zwar natürlich wie immer sehr gut ist, aber naja, so toll ist er hier halt auch nicht. Von mir gibt es dafür 7 von 10 Punkten und okay, wenn ihr ihn dann nicht im Kino und nicht in 3D seht, wird er auch nicht so viel schlechter sein.